Ja, hallo, herzlich willkommen zur quasi zweiten Episode von Websehen, der Show, wo Alex Berger und ich immer interessante, spannende YouTube-Kanäle und Videos mitbringen, uns darüber unterhalten. Wir wollen versuchen, das einmal die Woche zu machen, hatten dieses Mal aber ein paar technische Probleme, deswegen hier auch dieses gesprochene Intro. Ich habe versucht, das etwas zurechtzuschneiden und wünsche jetzt viel Spaß und wir holen jetzt Alex Berger dazu, weil der ist gerade auch San Francisco unterwegs. Deswegen hat es letzte Woche nicht geklappt, aber wir versuchen das so aufrechtzuerhalten, je nachdem, wo du da verfügbar bist. Aber du bist da auch für Videos unterwegs. Was machst du gerade in San Francisco? Ja, also ich arbeite an dem Projekt From Gutenberg to Zuckerberg. Ich komme ja aus Mainz, der Gutenberg-Stadt, und mir ist aufgefallen, dass, was soll ich sagen, ganz viele, wie heißt es, ganz viele Amerikaner gerade wieder über Gutenberg reden, weil einfach das Zeitalter von Gutenberg gerade zu Ende geht und da natürlich sich viele Parallelen aufzeigen und gerade das Zeitalter von Zuckerberg beginnt. Also wir leben sozusagen in der Übergangsphase. Ganz viele ältere Menschen sind noch im Gutenberg-Zeitalter. Alle Jüngeren oder fast alle Jüngeren leben eher im Internet. Und ja, ich will mir anschauen, ja, wie dieser Übergang stattfindet. Und dabei werfe ich einen Blick auf Medien, ich werfe einen Blick auf Unternehmer und ich werfe einen Blick auf Gesellschaft. Okay, und das Ergebnis kann man dann auch immer auf deinem YouTube-Kanal quasi sehen. Genau, auf meinem YouTube-Kanal habe ich im Moment noch einen Videoblog. Dann mache ich das zusammen mit der Allgemeinen Zeitung in Mainz. Das heißt, meine größeren Interviews oder ja, die nicht, ich halte einfach meine Kamera auf mich, Videos werden erst bei der AZ erscheinen und dann nach einer Woche auf meinem YouTube-Kanal landen. Okay, alles klar. Genau. Okay, dann kommen wir doch Genau, direkt das zu dem, erste was Video ist man gerade fertig. noch auf YouTube sehen kann. Ah, okay, das erste Video ist fertig. Gibt es schon bei der AZ oder noch nicht? Genau. Ah, okay. Gut, das können wir auch dann in der Nö, das ist jetzt Beschreibung noch gerade machen. im, was heißt fertig? Die letztes Schleifen können wir in 2 Wochen mal reinhängen, aber ja, das letzte, der finale Schliff, grundsätzlich ist abgenommen. Es sind halt nur ein paar kleine Korrekturen, wie dass ich Bauchbinden auch für mich selber einfügen muss, weil ich kenne mich zwar, aber die AZ-Leser noch nicht. Also das ist jetzt auch dann in 1 Stunde oder 2 getan. Gut, dann schauen wir uns doch Und jetzt wann es dann an. auf der Webseite landet, das muss dann wieder mit der Zeitung noch abgeklärt werden. Okay, dann schauen wir uns doch jetzt an, was man währenddessen auf YouTube angucken kann, solange deine Videos noch nicht da sind. Du hast uns als erstes die Rap-News Ja. mitgebracht. Okay, also die Rap News. Ich glaube, ich bin durch so ein Julian Assange-Video auf diese Sendung gekommen. In der Sendung ist es so, dass es einen Reporter gibt. Oder ja, insgesamt sind eh alle Inhalte gerappt. Es gibt einen Reporter und der holt sich immer Interviewgäste ein. Die Interviewgäste erzählen dann die verschiedenen Positionen der verschiedenen Organisationen in extrem übertriebener Weise. Also meistens gibt es den General, der die Position des superbösen amerikanischen Staates vertritt. Dann gibt es so einen Terence Moonsay, der mit Alufolie auf dem Kopf die Position von Verschwörungstheoretikern vertritt. Und ja, je nach Thema wird dann noch eine dritte Person mit dazu eingeladen, die dann auch noch rappenderweise was dazu sagt. Ich finde die Sendung super, weil sie alle Seiten auf die Schippe nimmt. Also sprich, sie macht keinen Unterschied. Es ist nicht nur die böse US-Regierung, sondern es sind auch gleichzeitig die Verschwörungsspinner und es ist auch der böse Al Gore und keine Ahnung, den Ron Paul wurde auch verarscht und was weiß ich. Also sprich, relativ weit ausholt. Aber dazwischen erfährt man halt auch, also im Gegensatz zu den meisten Zeitungen ist die Position dadurch auch relativ weit gefächert. Also es wird nicht nur einseitig über ein Thema berichtet, sondern aus sehr extremen, übertriebenen Positionen wird ein Überblick vermittelt, was alle extremen Leute dazu sagen. Mag ich sehr. Okay. Und hör dich gerade nicht, kannst du noch mal was sagen? Sonst. Nee, dann sag was noch zu der Folge, ja, weil du hast ja die letzte Woche auch mit Occupy verbracht.
Ja, zur Folge, also weil ich, genau, ich habe mich letzte Woche da den Occupiern angeschlossen, weil ich es einfach gerade auch spannend finde, wie die mit den Medien umgehen. Und ich glaube, so eine Übergangsphase, weil die halt ihre Medien selber machen, finde ich das extrem spannend, weil halt von außen auch kaum was darüber berichtet wird. Und ja, deshalb habe ich die Folge ausgewählt, weil hier in der Folge auch relativ gut die verschiedenen Positionen, die da vertreten werden, auf die Schippe genommen werden. Also genau, deshalb Film ab.